Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Hogwarts Legacy. Wir sind aktuell ein bisschen in den verbotenen Wald vorgedrungen. Wow. Und kämpfen uns hier ein bisschen mit Genuss durch diese Spinnenhöhle. Voller Spaß und Freude. Auf der Suche nach den verbotenen Seiten hinter uns. Auslösen konnte, kann ich das auch. Incendio. Und denkt dran, immer aufpassen, ob ein Lufthauch in unserem Nacken ist. Okay, wir müssen hier einfach nur schnell sein. Incendio. Das Symbol könnte versteckt sein. Revelio. Hm. Ich bin verwirrt. Ist denn Incendio überhaupt echt das Richtige, was ich da tue? Ja, doch. Ach, da, guck mal. Incendio. Okay, geschafft. Es ist das Richtige. Bemerkenswert. Ja, wir bauen so nach und nach eine Brücke auf zu dem Ort der Begierde. The next door is open. Na dann gehen wir doch mal weiter. Also Art Design, was soll ich sagen? Es regelt halt einfach, ne? Die sind hier schon vernünftig und ordentlich am Regeln. Anders kann ich das nicht bezeichnen. Hier wird massivst geregelt. So, einmal durchducken und wo sind die nächsten Spinnen? Erzähl mir nichts. Ich fühle sie schon. Hasse sie. Also Spinnen, weiß ich nicht. Könnt's mir mal in die Kommentare hauen. Ist für mich, also ich habe jetzt, in Videospielen geht's, ja. Ich bin jetzt keiner, der die wegmodden muss. So krass bin ich jetzt nicht drauf. Kann ich aber voll nachvollziehen. Gibt ja nicht umsonst entsprechende Mods für Skyrim und so, die dann Spinnen durch Bären ersetzen, weil Leute das nicht sich angucken können. Und Witcher 3 beispielsweise, da sind die Spinnen so geil animiert, dass ich echt den Wirkreiz kriege, weil diese Laufanimation... Ich bin froh, dass Witcher Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? Dass diese Laufanimationen so realistisch wirken, dass mir wirklich auch ein bisschen kodderig wird, ne? Das hat auch noch kein anderes Spiel so gut hinbekommen, mit dieser Ekelheit des Walking Cycles von Spinnen wie Witcher 3. Also ich kenne kein Spiel, das so realistisch und ekelhaft Spinnenbewegungen... Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. ...animiert. Ne? Und in Real geht gar nicht. Also Spinnen sind mein absoluter Nemesis. Diese ganz kleinen, dünnen Dinger da, kein Problem. Da kann ich mit leben. Geht das noch näher, bitte? Dankeschön. Ich habe da nämlich ein bisschen Sorge. Aber, sobald die fett werden, geht da gar nichts mehr. Sowas hier würde mich komplett vernichten, also... Na, die eine ist am Brennen, Alter, was? Was ist denn jetzt passiert? Okay, die ist aus dem Boden gekommen. Wow! Danke, soll ich mir immer das Blut direkt rangezaubert? Sehr schön. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich das Kampfsystem einfach nur grandios finde? Und ich sehr gespannt bin, wie das wird, wenn sich das noch weiterentwickelt, denn es wird noch besser. Kommt man da durch? Hier nicht. Warte mal, aber da ist was. Ich habe da was gesehen. Warte, warte, warte. Bevor wir direkt abhauen, den hier. Oh. So, Achtung und... Oh, okay, klapp, klapp, klapp. Da ist nämlich noch Loot, ne? Und ihr wisst ja, meine Lieben, Loot tut bekanntlich ja gut. Oh nein. Eiersäcke. Geilo. Liebe sie. Potato.
Das ist die Brutstätte hier. Mystix, musst du dich drum kümmern. Oh, nicht zu nah, nicht zu nah. Sonst kommen sie. Mach weg den Eiersack. Oh, Mama kommt. So lobe ich mir das. Damit kann ich arbeiten. Hier wird nicht mit Gift rumgespritzt, ja? Zauberer werden nicht bekniet. Gehe demutsvoll. Dankeschön. Nee, das hat sich jetzt nicht gelohnt, hierher zu gehen. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf der anderen Seite, machen hier erstmal Feuer. Und nur weil es geht. Und hier sehen wir noch eine weitere große Kiste. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Aber Loot gibt's auch noch, ne? So, sehr schön. Der kleine Extra-Abstecher in die Brutstätte hat doch richtig gelohnt, oder? Wäre doch traurig gewesen, wenn wir der nicht gesehen hätten, oder? Ist doch schön. Werde zu Hause zu rühmen wissen. So, Achtung, rauf da. Und dann wieder dahin. Und... Das ist schon cool. Zack. Und weiter geht's. Okay. Suchen wir die fehlenden Seiten. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre. Aber nee. Es gibt keine Spur von ihm. Ich glaube, der war gar nicht auf Beute aus. Der war auf Information oder einfach nur Erforschungsdrang oder so aus. Es gibt ja Leute, die erforschen einfach, weil die Bock haben, ne? Die wollen nicht berühmt werden, die wollen nicht reich werden, die haben einfach, die sind wissbegierig und haben einfach Bock. Aber gut, er hat ja gesagt, er hat in der Schule nicht so aufgepasst, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das auf ihn zutrifft, Ubala. Kann ich jetzt nicht unbedingt genau sagen, aber es könnte sein, ne? Okay, hier geht's unten zumindest erstmal nicht weiter, wir müssen irgendwie nach oben. Ich glaube, wir sind auf Kurs. So, oh, drüber. Ja, fühle ich. Und dann darüber. So, Loot. Sind das die Seiten? Nö. War einfach nur Geld. Man fragt sich, wer baut solche Dinger, ne? Wer baut sowas? Wer dachte, ich weiß hier jetzt so eine fette Höhle? Ich habe eine Idee. Oh, Moment. Da müssen wir im Vorbeifahren abspringen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, ja, ich habe das im Griff. Ich habe das im Griff. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? So. Seine Leiche? Ganz tief drin wahrscheinlich, ne? Kannst du davon ausgehen. Ups. Ich sehe hier schwebende Kerzen an einem Wasserfall. Mal schauen. Wo geht's jetzt weiter? Ist ja schon alles nur Bonus gewesen zu sein. Ja, das ist Bonus. Das war so ein Bonus-Rätselraum, aber scheint es nicht wirklich weiterzugehen. Kommen wir hier runter, ohne zu... Ja. Das war Boni. Es muss irgendwo anders weitergehen. Wahrscheinlich hier unten im Wasser. Uppala. Da ist sie. Die Brücke. Sie ist fast fertig. Noch mehr Spinnen? Natürlich. Die können Richard Jackdaw nicht enthauptet haben. Potato. Ah, das war hier der Duke Nukem Move, ne? Erst klein machen und dann... Und dann zerquetschen. Oh, hallo.
Das ist wohl Marmaspinne. Feuer, Feuer, Feuer! Kann ich dich ranziehen? Schön, Feuer, Feuer, Feuer! Meine kleinen Kackbiester! Bam! Mach's gut, Monster. Ich kann nur erahnen, wie sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Factor hier war. Ja, er hat wahrscheinlich ins Nest gestoßen. Die wurden dann nervös und haben das Bumsen begonnen. 100 Pro. Wäre der nicht hier aufgekreuzt, wäre alles gut gewesen. Ne? Aber nein, er musste da rein ins Spinnennetz. Guck mal da. Was haben wir denn hier? Eine unberührte Truhe? Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Mich stört vielmehr diese eine Rune, die hier noch rumgammelt. Wo sind denn die anderen? Eins? Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Okay, das wird interessant. Also den einen müssen wir wahrscheinlich anzünden. Unten. Das wird nicht ohne. Vielleicht schaffen wir es von hier aus. Zu weit weg. Okay, hat geklappt. Gut. Musste man gar nichts mit Feuer machen. Ich dachte, man muss da mit Feuer drauf, aber nee, Feuer war gar nicht wichtig. Hübsch. Hab ich da hinten gerade schon so einen Fettgegner stehen sehen? Sah ein bisschen so aus, als würde da direkt einer lauern. So, ich mach dich jetzt fertig, Bruder. Ja, da steht doch so ein Ritter oder sowas. Irgendwas Unangenehmes steht doch da wieder. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Ja. Und an die Seiten. Ich glaube, da sind wir ganz nah. Sieh mal an, Richard Jackdaw. Danke, dass du all die Jahre diese Seiten gehütet hast. Das sieht aber auch nicht enthauptet aus, ne? Das sieht wirklich unangenehm hier aus. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Hallo? Dann wollen wir mal. Oh. Der eine einfach so ganz mega entspannt, casual. Okay, ich will mal, statt rollen, springe ich irgendwie immer. Rollen ist hier. Ja, guck mal, mit Rollen geht's dann auch. Na, komm jetzt noch die Fettdecke? Ja, war doch klar. Hi, du siehst nett aus. Wie so ein etwas dickerer. Zack, direkt enthaupten. So wie ich es mit meinem Kumpel gemacht habe. Naja, Kumpel ist das zu viel gesagt. Wir kannten uns ja nicht. Wie geht's dir? Wieder habe ich keine Hilfs-Items verwendet, ne? Ich trottel. Das ist unheimlich. Was geht da vor?
Ja, es öffnet sich eine geheime Passage, das kennst du doch schon. Wir folgen mal wieder der Magie. Guck. Das ist doch nicht neu. Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Ja, auf geht's. Und durch hier. Wo sind wir? Wo bin ich? Das war eine Frage. Sind wir in... Oh nein. Der Raum wird langsam geflutet. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Okay, das ist ziemlich cool. I like. Wir gehen mal einfach weiter. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier herausgefunden habe. Ja, es wäre uncool, wenn das vorher ausgehen würde. Wo bin ich hier? Oh, moin! Kann das sein? Tatsächlich, ja! Sprich mit dem Porträt, warte, ich muss erst noch Kisten gucken. Hallo, Porträt! Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer entdeckt? Ich kenne Sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offen gesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isidore Morgannock, als Sie in Hogwarts anfingen. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst, eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Warum heißt es die Kartenkammer? Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Wahrscheinlich sammelt er hier seine Pokémon- und Yu-Gi-Oh! Karten. Sind Sie ein Seher? Die Statuen und Schnitzereien in dem Haus an den Klippen, die sind von Ihnen. Sind Sie ein Seher? Fürwahr. Wussten Sie, dass ich hier sein würde? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, außer, dass mich Ihre Anwesenheit hier nicht völlig überrascht. Ich bring das Buch dann her, okay? Na gut. Ich werde das Buch sofort holen. Gut, wir sprechen uns wieder, wenn das Buch an seinem Platz ist. So machen wir das. Deine Verbindung zur alten Magie hat Talente plus 1 freigeschaltet. Du erhältst jedes Mal einen Talentpunkt, wenn du deinen Zaubergrad erhöhst. Du hast neue Talentpunkte, die du im Talentmenü in deinem Handbuch ausgeben kannst. Talente. Ab Stufe 5 hast du Talentpunkt plus 1 verdient. Du kannst diese Talentpunkte nach Belieben ausgeben, um deine Zaubersprüche zu verbessern, deine Kampfkraft zu steigern, deine Tarnung zu erhöhen und mehr. Wähle weise. Talentpunkte können nur einmal ausgegeben werden, weshalb die Anzahl an erhaltenen Talenten begrenzt ist. Kehre regelmäßig hierher zurück, um zu sehen, welche neuen und mächtigen Talente dich erwarten. Was gibt's denn bei Haupttalenten? Da haben wir zum Beispiel... Der alte Magiewurf fängt und wirft die Waffen von entwaffneten Gegnern. Okay, da kümmern wir uns aber erst nächste Folge drum. Nächste Folge machen wir da mal ganz im Zeichen der Talente. Verlasse die Kartenkammer. Wir verlassen jetzt noch die Kartenkammer, damit ich einmal safe speichern kann. Und dann ist für mich nämlich hier auch Zeit zu kochen. Also was zu essen, nicht vor Wut. Verlassen wir erstmal den Raum. Wir kehren ja bald wieder zurück. So ist ja nicht.
So. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Verlasse die Kartenkammer. Die Kartenkammer, Ort entdeckt. Meine Lieben, wir machen dann jetzt an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.